So, hallo. Wir spielen mal wieder eine Runde. Quatsch, Isaac. Among Us. Eine kurze, in kleine Runde heute nur. Vielleicht morgen, also was heißt morgen, ist ja dann vielleicht in drei Parts oder so, mit ein paar mehr Leuten. Wir haben jedenfalls 2 Tage, an denen wir aufnehmen wollen. Und jetzt, heute haben sich 6 Leute zusammengefunden. Mit dabei ist der Benny Boy, der Counter, der Xehanort, der Rasierer und Reggie. Also ihr seht, es ist ja, neue Truppe, könnte man sagen, von der Zusammenstellung her. Und wir gucken einfach mal. Wir sind auch auf einer neuen Map, Mira HQ. Wir haben einen Imposter. Ansonsten seht ihr die Einstellungen am Rand. Wollt ihr euch kurz nochmal vorstellen? Will sich noch jemand extra vorstellen, der sich noch nie vorgestellt hat? Benny zum Beispiel. Magst du mal kurz? Nö. Okay, perfekt. Gut. Dann passt eigentlich alles. So farbtechnisch, Counter ist Esso. Sollte sich da jemand wundern. Und ich muss ihn Esso nennen, weil er schreibt sich so. Ansonsten würde ich natürlich Esau sagen. Weiß, ich darf nicht Esso sagen. Okay. So. Dann denke ich, legen wir einfach los. Schauen mal, wer Imposter wird auf der neuen Map. Wer von euch kennt die Map schon? Ich. Ich. Ich Okay. nicht. Also ich kenne sie halt von Videos, aber selbst gespielt habe ich sie noch nie. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Außerdem habe ich gelesen, als ich das Spiel gestartet habe, es gibt jetzt ein Update, dass jetzt Vents verstopft sein können und man die auch als Spieler sozusagen irgendwie sauber machen muss mit so einem Minigame. Und wenn da gerade ein Imposter drin feststeckt, dann wird er da rausgeschossen und dann sieht man praktisch, wer das ist. Also Wenden scheint jetzt noch kritischer zu werden für Imposter, was ich interessant finde. Mal gucken, ob wir davon irgendwas feststellen. Los geht's. Und ich muss mich muten. Also Wenn ich die hier Pause habe, dann merkt ihr das. in Discord. Zack. Ja. So, in Discord bin ich mute. Los geht's. Und jetzt, ihr hört mich hoffentlich noch. Ja, ihr hört mich ja schlecht aus. Wir haben Bild. Ich bin schon mal nicht Imposter. Das ist doch schon mal gut. Dann muss ich mich jetzt erstmal orientieren und dann kann ich vor allem jetzt erstmal lernen. Was ist denn für. Ah, hier habe ich direkt einen Task. Hä, das ist ein Vent-Task? Hä? Ich bin doch nicht Imposter. Ist der Task hier? Wo ist denn dieser Task? Bin verwirrt. Da steht Nutzen. Ist das dann jetzt schon sowas, wo man den. Ja, Schacht putzen, tatsächlich. Das ist schon sowas. Dann putzen wir doch gleich mal den Schacht, dann haben wir gleich neuen Content. Ich will den nicht nutzen, ich will. Ah, okay. Wie putze ich den? Ich klicke da drauf. Aha. Aha. Okay, Schacht geputzt. Interessant. So, komm, ist sabotiert. Da müssen wir die 2 Dinger drücken. Da war direkt das neue Minispiel gezeigt. Das war ja ereignisreich. Okay, da ist Komm gemacht worden. Komm, es läuft wieder. Okay, alles läuft wieder. Wo haben wir? Wir haben in der Cafeteria haben wir einen Task. Dann gehe ich da mal hin. Mira HQ ist halt so weitläufig. Aber sozusagen auch, wo ist mein Task? Ach, da in der Ecke. Bei Xehanort. Was ist. Was? NRG C4 muss ich dann drücken, oder was? Jawohl. Und jetzt don't you. Na super. Dann mach ich jetzt als Geist halt weiter. War das Benny Boy? Ich glaube, Benny Boy war gelb, oder? Da hat er mich gleich mal umgebracht. So ein Ding ist das. So, was ist hier? Ah, dann kann ich jetzt die Dinger lernen. Ist doch auch schön. Oh, neues Dings. Oha! Krass, alles ganz anders. Das ist ja, lol, das ist ja, das haben wir ja vollkommen neu gemacht. Das Ja, sieht ja mein ganz Gott. anders. Okay. Das sieht ja ganz anders aus. Das ist ja Also, cool. ich Ja. habe Conan in der, ich glaube, Das war Benny Cafeteria Boy ist das, tatsächlich. Yes. Ja, gefunden. okay. Ich Ich habe hatte aber Con. jetzt keinen da gesehen. Ich hatte Conan und Benny Boy noch bei der Cafeteria gesehen und ich Das war sieht dann ja zum Reaktor cool gegangen. aus. Also ich habe Benny Boy oben gesehen. Wann war das? Ja, ich auch.
Ich war gerade bei Admin also, und da war Benny. Okay. Ja. Genau, also ist das halt das letzte Mal, wo ich Conan lebend gesehen habe, das war so ungefähr 40 Sekunden vor Ende der Runde. Also schon relativ lange her. Da war er nämlich schon bei Cafeteria, da war er mit mir zusammen bei dieser Vending Machine. Und vorher war ich mit Benny zusammen zur Cafeteria gegangen. Der war dann weiter nach unten gegangen. Ich glaube, wahrscheinlich nach zu diesem Balkon oder wie das heißt. Und ich war dann nämlich danach wieder zum ich war danach dann zum Reaktor gegangen und habe Conan quasi in der Cafeteria stehen lassen. Also aus meiner Perspektive sieht das halt so aus, als hätte Benny ihn quasi killen können und dann nach oben gehen können. Mhm. Hätte ich natürlich auch genauso gut sein können, aber das ist zumindest so gerade so meine Theorie. So. Ja. Also, Xian, du kannst aber, du weißt ja, ich war auch ein Reaktor. Ich habe gesehen, dass du gerade reinkamst. Und, genau, ich habe Reggie und Eso gerade von oben rauskommen sehen, ja. Ja, er war bei mir. Conan habe ich gar nicht gesehen, aber ich war auch nur bei Reaktor die ganze Zeit. Dann bin ich als Ordner gegangen und da war Benny. Reggie redet, ups. Genau, ich habe Conan halt ein einziges Mal gesehen und zwar in der Cafeteria. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wer redet. Benny, was für Aufgaben hast du gemacht? Ja, ich habe halt bei dem Balkon-Design eine Task gemacht. Und dann bin ich hochgegangen, da hatte ich auch noch Conan gesehen. Da war er auch noch am Leben. Und dann bin ich halt oben in Admin gewesen. Ist dir denn jemand entgegengekommen, als du nach oben gegangen bist? Nee, keiner gekommen. Okay. Dann kannst du es aber nicht nur du gewesen sein, weil wir waren die einzigen Leute, die... Könnte aber auch ein Vent gewesen sein oder so. Ist da ein Vent? Warte, ich lass mir eine Karte. Ist da ein Vent bei Cafeteria? Ja, okay, ja, dann könnte es theoretisch sein. Guter Take von ihm. Das stimmt natürlich. Ja, da ist ein trotzdem Vent. Irgendwie, also ich... Aber da wir nur einen Imposter haben und fünf Leute sind, würde ich jetzt eh sagen, dass wir es geboten, aber... würde ich dir auch sagen. Ja. So meine Arbeitstheorie ist immer noch, es war vielleicht Benny, aber mehr als eine Theorie ist es nicht. Okay, ich darf jetzt endlich weiterspielen. Juhu! Ja. Hauptsache Conan ist tot. Dann kann sich Conan zumindest die Map ansehen. Dann das genau, ist so ist geil. Es. Du hast mich voll verstanden. Sehr schön. So, ich wollte hier unten gucken, was das hier ist. Also nutzen. Ach ja. Was? Ja, warte, wie? Starten. Ah, okay, 5 Sekunden und dann habe ich das runtergeladen, oder was? Ah, nice, okay, das war ein Download. So, dann fliegen wir mal zu Admin. Da ist die nächste Mission. Ach, als Geist bin ich ja voll schnell unterwegs hier, so, nutzen. Ah, das wollte ich nicht, ich wollte die Dings machen. Was ist denn das hier? Ach, da sieht man dann, wenn man da drauf steht, sieht man dann, okay, ich verstehe. Seht ihr das jetzt auch, dass das blinkt, wenn ich da drauf rumwusel? Weiß es gar nicht. So, wo ist jetzt aber mein Task hier? Admin ist doch in den Ach, hier oder was? Ah, hä? Hä? Wo steht denn der Code? Ach, hier in der Tasche. 11157. Hä? Oh. Ach, weil es beim dritten keinen Ton gegeben hat, war ich irritiert und dachte, er hat es nicht gedrückt. Okay, so, dann haben wir Büro. Normaler Upload, okay. And Benny, take two. Also, es ist ziemlich sicher, Benny, weil ich, Reggie und Counter waren gerade die ganze Zeit in Admin. Benny und Xea Nord waren links und ja, Benny hat ihn da umgebracht und ist dann zu uns gestoßen. Nee. Doch. Kann ja auch in dem Moment sein, als das Licht wieder anging und du auf diesen Admin-Table geschaut hast. Dass da jemand im Reaktor ist. Er war die ganze Zeit im Reaktor. Ich habe die ganze Zeit auf dem Admin-Panel geschaut, er war durchgehend im Reaktor. Aber du hast ihn relativ früh gekillt. Ich war die ganze Zeit in Cafeteria nur. Weil ich keine Task mehr habe. Weil ich, Reggie und Counter waren rechts oben und zwei waren links. Bei Reaktor und Laboratorium. Zeigt das Admin denn auch Leichen an? Nein. Das zeigt nur schon. Die Spiele an, wo die sind. Ja, genau.
Und in Reaktor war die Leiche. Okay. Ja. Könnte mich halt aber eindeutig, auch also gewesen sein mit einem Chef. Warten wir mal ab. Ich habe keine Ahnung, aber kann mir bitte jemand sagen, für uns ist welchen es Code ich da oben in Admin eingeben muss? Aber für den Spieler, der du musst halt deine Karte rausziehen, dann steht da eine Nummer drauf. Ja, Count hat es auch nicht rausgefunden, sehr du gut. Du hast unten ist so ein Portemonnaie angeblendet, da musst du die Karte rausziehen. Genau. Habe ich nicht gesehen. Okay. Also ich kann halt nur sagen, Benny ist gegen Ende zu mir gekommen, aber war er nicht vorher auch schon? Nee, davor war ich noch im Cafeteria. Okay. Wir hatten ja vorhin eh schon einen Sass auf Benny. Also ich würde jetzt einfach mal vertrauen und Benny gehen und wenn nicht, dann können sie meinetwegen auch noch mich raushauen. Aber die Runde wird danach vorbei sein. Es ist natürlich schwierig für einen einzigen Imposter gegen fünf. Ja, also ein Imposter ist grundsätzlich kein guter Spielmodus, aber also. Wir haben halt jetzt gerade nur 6 Leute. So was wollen wir tun? Ach komm, GG. Das war schlecht von mir gespielt. Ja. Ganz ehrlich, wir hätten nicht beim ersten Mal schon rausvoten sollen, aber naja. Ja, es ist halt grundsätzlich ein Imposter gegen fünf ist halt einfach schwierig. Ja. Das lässt sich nicht ändern. Ja, also das war schon recht unwahrscheinlich, dass da einer reingewendet sein soll, weil das wäre ja die einzige logische Erklärung gewesen, nach der es Benny nicht war. Oder aber, dass ich es halt war, aber. Du konnte ich jetzt schon mal ein bisschen mir die Map anschauen, das war es ja praktisch. Genau. Einfach mal lernen, was es für... Counter, ich habe auch bei dem Ding erstmal, sag ich erstmal dort so, wie soll ich jetzt den Code rauskriegen? Verstehe ich nicht. Und dann habe ich die Karte unten gesehen. Ich habe einfach mal den einen Code versucht, den ich irgendwo anders eingegeben habe, aber der hat nicht gepasst. Nee, der hat nicht gepasst. Sind 5 Ziffern. Okay. Dann habe ich auch nicht denselben Code eingegeben. Wollen wir direkt weitermachen oder soll man was umändern? Nee, ich würde es so lassen. Okay. Zur Woche. Gut. Vielleicht Kill-Cooldown runter. Wenn es jetzt für den normalen Modus mit einem Imposter echt zu schwierig ist, dann können wir ja wirklich versuchen, mal dieses Verstecken draus zu basteln. Beim nächsten Mal aber vielleicht echt der Kill-Counter ein bisschen runter. Ja. Ja. Ah ja, genau, das kann man auch machen. Jetzt rede ich nicht mehr mit den anderen. Nutzen, was muss ich hier tun? What? Das ist jetzt. Kann ich da jetzt wieder rausgehen? Und dann läuft es weiter, oder was? Ah ja, okay. Ach Gott, 90, das ist die lange Task. Ich verstehe. Startrampe-Diagnose ausführen. 90 Sekunden, Hilfe. Hier muss ich gar nicht rein. Xehanort, gefällt mir nicht, was du hier. Ah, schon wieder dieses Ding. Wenn ich jetzt wieder dran sterbe, wo ist denn das Teil? B2. Ah, okay. Diesmal war es nur eins, was ich kaufen musste. Ah, ich muss wieder den Schacht reinigen. Leider kein Imposter rausgesprungen. Was ist denn das jetzt? O2 auf... Ach so, okay, wir sterben, wenn wir es nicht ausmachen. Da oben ist es schon aus, dann muss ich da unten hin. Wo ist denn das, Benny? Ach, da oben. Wo soll ich das denn wissen, Mensch? Verdammt. Aber wieso ist Benny da nicht... Okay, jetzt hat's Benny geschafft. Puh! Okay, jetzt, aber dann kann ich auch die Diagnose bei der Startrampe machen. Das ist halt das Ding. Du bist hier teilweise ziemlich alleine unterwegs. Das ist wiederum... für den Imposter dann doch wie Anomalie wählen. Hier und hier oder was? Ach so. Ah ja, das war dann das. Very interesting. So, dann können wir jetzt mal in den Ach, da muss ich auch... Okay, dann gehen wir mal in den Reaktor hoch. Aber das ist halt das Ding. Wenn du hier allein unterwegs bist und da kommt jetzt ein Imposter irgendwie, du hast halt keine Chance. Also du entkommst hier halt einfach nicht. Kannst du nicht, wenn du jetzt hier feststeckst und hier ist ein Imposter, dann hast du einfach Pech gehabt.
Ah, das ist eins, was sich fortsetzt. Kann ich von hier irgendwie da... Ich komme von hier nicht rüber, ne? Ich muss wieder so zurück. Okay. Oh, ich hoffe, da oben ist jetzt nicht eine Leiche. Das wäre echt blöd. Das wäre echt ungünstig, wenn da jetzt eine Leiche liegt oder so. Ich habe nichts gesehen, ne? So. Haben wir da unten noch zwei? Wer immer auch Imposter ist, hat bisher sich nicht wirklich impostiert. Der melden. Hä, wo ist denn. Ich muss hier gar nicht hin. Wo ist denn das, wo ich hin muss? Ach, hier. Ach, dieses Ding wieder. Aha. Counter ist tot, okay. Ja, in Greenhouse. Okay. In Greenhouse. Rechts. Ganz oben rechts. Ja, also ach, ich wollte gerade meine okay. zweite Wiring-Task machen. Und dann dachte ich, guck ich mal kurz ins Greenhouse. Und dann war da der Report-Button, dann Akta-Counter. Okay. Also ich habe gerade gesehen, dass da jemand ein bisschen unter mir war. Ich glaube, das war Benny, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war Gelb. Ja, ich bin nach Admin gegangen. Und auf den Admin-Table schauen. Aber ich glaube, also. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Benny war, weil ich glaube, ich war schon öfter mit ihm allein und er hätte mich locker killen können. Dito. Ich kann mal kurz sagen, was ich gemacht habe. Ich war am Ende der Runde in Reaktor und das kann Conan und Benny auch bezeugen, die sind mir entgegengekommen. Die sind gerade aus Reaktor rausgegangen. Ja. Also was mir noch aufgefallen ist, als ich hochgegangen bin, ich glaube, Conan ist mir entgegengekommen. Glaube ich. Ich bin auf jeden Fall in Office gewesen, richtig. Was war das für eine Task, die ich da gemacht habe? Was war denn in Office für eine Task? Unten war dieser Automat. Jetzt gerade war ich in Storage. Da war davor das Ding mit den Verkabelungen. Gott, was war denn in Office für ein Task? Ach ja, da muss man nur diesen Knopf, dieses Ding in der Mitte drücken. Das war ein ganz kurzer Task, richtig. Dann bin ich runter zu Storage. Da war dann eben dieses Verkabelungen-Ding. Ja, aber also, wann hast du die Leiche gefunden? Jetzt gerade, klar. Ja. Der ist relativ nah am Ende der Runde gestorben, glaube ich. Bis hoch zu Greenhouse war ich nicht, also da hat bei mir auch noch kein Report-Button aufgeblinkt. Ich weiß nicht, ob der da schon lag oder nicht. Ich war so nach der Hälfte der Runde war ich einmal im Greenhouse gewesen, da lag der da auf jeden Fall noch nicht. Also wenn man in Office ist, würde da der Report-Button aufblinken oder ist das zu weit weg? Nee, das ist zu weit weg. Das war erst, als ich im Greenhouse war. Okay. Weil ich meine, ich sehe jetzt ja, Office ist grenzt an Greenhouse an, aber ich weiß nicht, ob das von der Reichweite her reicht, dass da der Report-Button blinkt. Also ich habe da den Wiring-Task gemacht, der direkt da an der Tür war, und da war der Report-Button noch nicht. Das war erst, als ich ins Greenhouse gegangen bin, als ich mal geguckt habe. Und danach... Okay, na dann konnte ich es jedenfalls nicht sehen. Also ich will behaupten, der Kill ist so innerhalb der letzten 40 Sekunden passiert oder sowas. Ja. Ich glaube auch, dass es schon ein bisschen her ist. Genau, also es ist nicht direkt am Ende, es wird nicht direkt am Ende gewesen sein, weil dann wäre es, glaube ich, obvious gewesen, wer es gewesen ist. Aber ja. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt erst skippen, weil wir haben jetzt die Tasks, wir können auf jeden Fall skippen. Und wir sind halt noch 5 Leute. Ja, eben. Und die Tasks sind also ich habe auch keine Idee, also wie gesagt, da ich halt niemanden gesehen habe, außer am Ende Benny und Conan, die mal aus dem Reaktor entgegengekommen sind, aber... Also ich habe so eine leichte Tendenz zu klicken, aber bin ist das blöd nicht zum Klicken, echt? Jetzt habe ich's. Uff. Okay, so, ich mute mich wieder. Zack. Okay. Ja, das ist ein klarer Skip. So, hier geht's weiter. Oh, jetzt muss ich das Wiring-Ding zu Ende machen. Kriegen wir es vielleicht auch mal hin? Ist das eins, was sich ver... Also kommt jetzt noch auf eine... Ach, das geht jetzt da oben wieder weiter. Ah, ich verstehe. Das geht jetzt da oben wieder weiter. Okay. Ich habe vorhin gesagt, in der Map ist es schwierig als Imposter. Aber wenn wir mal ehrlich sind, der Imposter hat es eigentlich in der Map schon leichter. Das ist eine sehr imposterfreundliche Map. Weil du hast überall Vents. Du kannst dich von überall nach überall bringen. Außer als sie sind verstopft. Ne? Das ist eine interessante Geschichte mit dem Verstopfen. Da bin ich sehr gespannt. Hoffentlich bin ich bald mal Imposter. Da steht jetzt Benny drin. Der steht da einfach nur. Und jetzt... Ach, jetzt darüber wieder. Wollte mich veralbern. Wir sind jetzt die. Da ist Reggie. Okay.
Da ist Rasierer. Wer ist das? Ich meine, da oben kann jetzt keiner sein, wobei natürlich der Imposter kann... Ja, natürlich doch, der Imposter kann da oben sein. Der kann ja überall durchwenden. Habe ich ja gerade gesagt, aber ich habe jetzt meine Tasks fertig. Das ist doch schon mal was. Oh, lol. Sehr gut. Ah, das war die letzte Taste, die gefehlt hat, ich verstehe. Es war schon wieder Benny, oh mein Gott. Ah, okay. Ja. Stimmt, ja, okay. Wir sind ja hier uns. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Dann hast du diese Runde aber besser gespielt oder hattest du noch Kill-Cooldown, wo wir da alleine im Reaktor standen? Ich hatte da noch Kill-Countdown. Okay. Weil als du gekommen bist, hatte ich dir 5 Sekunden davor den Kill gemacht, weil... Achso, und da warst du rausgewendet, oder was? Ja. Okay. Also ich würde auf jeden Fall mal ein bisschen runterstellen, den Kill-Counter. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf 30 oder so. Ja. Ja. 30 Klinker. Ich denke, der Vorteil ist auch, habe ich gerade jetzt auch in der Aufnahme gesagt, Mira HQ ist schon eine eher imposterfreundliche Map, oder? Weil alle Events miteinander verbunden sind. Du hast so viele ja. Eventmöglichkeiten, genau, und gerade auch als Crewmitglied, wenn du jetzt irgendwo mit einem alleine bist, du hast halt keine Möglichkeit zu fliehen. Korrekt. Du kannst halt nicht in verschiedene Wege gehen, du hast immer nur einen Weg, der zurückführt, und wenn du den nicht gehen kannst, dann Korrekt. Bist du verloren. Das ganze Ding ist eine Einbahnstraße außerhalb für Imposter. Ja. Ja. Der einzige größere Raum, den man hat, ist die Cafeteria, aber da ist man halt auch nie. Okay, einer fehlt noch, und zwar Counter. Huch. Gut, perfekt. Der hat nicht auf Player Gang gedrückt. Dann würde ich doch sagen, gehen wir gleich in die nächste Runde. Also Counter cool. Cool Countdown ist jetzt bei 30. Cool Countdown, alles klar, Conan. Counter Cooldown, der ist auch gut. Mach einfach weiter, Conan. Mach einfach weiter. So, und ich mute mich gleich wieder. Zack. Okay. Das. Vielleicht darf ich jetzt mein Imposter sein. Komm schon. Give me. Yes! Sehr schön, wie ich es wollte. Dann haben wir jetzt nämlich in dem Part mal alles drin gehabt. Perfektiko. So. Dann haue ich mich nämlich gleich mal in den Vent und guck mir das mal an, wie der Vent hier aussieht. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich muss jetzt halt in den Vent gehen, ohne dass die sehen, dass ich vente. Das ist allerdings natürlich jetzt auch gefährlich, wenn wir mal ehrlich sind. Weil, wenn ich irgendwo hingehe und dann verschwunden bin, ist doch klar, dass ich vente, oder? I mean, aber... Das ist eigentlich richtig so. Ich laufe in eine Ecke und dann bin ich einfach weg. So. Aber ich kann nicht schon killen, ich kann schon killen, ne? Sieht mich da jetzt einer? Ich hoffe nicht. Oha. Ja, moin. Gehe ich jetzt mal am besten raus. Hier oben rausgehen, aber da kenne ich keine Task. Ich müsste irgendwo raus. Oha. Hi, Reggie. Bin gespannt, ob ich irgendwann in so einem Verstor... Ach, der Kill-Dings geht nicht runter, wenn ich rente. Das ist natürlich schlecht. Wenn ich jetzt einfach hier auf... Okay, der geht dran vorbei. Ich darf jetzt ja nicht auch einfach irgendwo auftauchen. Ja, moin. Wie erkläre ich denn das jetzt? Hallo? Okay. Eine tote Leiche auf dem Scanner in Medbay. Mhm. Aha. Ich war zuletzt mit Benny oben in Laboratorium. Ja. Aha. Ich tue mir einfach so, wenn ich gemutet bin. Was mir aufgefallen ist, ich war ein Admin und ich habe auch mal geguckt. Und da war einer in Greenhouse hat er angezeigt. Ich bin hochgegangen und da war keiner mehr. Also wahrscheinlich ist er dann gewendet. Das war so vor einer Minute ungefähr, bevor es entdeckt wurde. Zeigt der Scanner das? Vielleicht hilft das. Das wäre nicht gut. Mir ist auch Folgendes aufgefallen. Ich stand an diesem. Alles gut. Ich stand an diesem Scanlog. Das zeigt dir quasi an, also für die, die das nicht kennen, da steht quasi drauf: In der Mitte von Mira HQ in diesem Gang gibt es so 3 Scanner. Wenn du da drüber läufst, taucht das in dem Log auf, dass du über diesen Scanner gelaufen bist. Daran kannst du quasi feststellen, ob Leute gewendet sind, weil wenn du zum Beispiel
unten rechts über den Scanner gehst und nicht wieder über den Scanner gehst, sondern über den Nordscanner gehst, dann weißt du, er ist gewendet. Ist ja auch egal. Ich hatte auf jeden Fall in dem Scanner gesehen, dass Conan nach unten rechts gegangen ist und war dann von dem, also er war auf dem Block nicht wieder da rausgekommen und war dann da hingegangen, um einen Task zu machen, und da hatte ich gesehen, dass Conan weg ist. Und der ist mir auch nicht entgegengekommen. Wo war ich weg? Du warst laut Log, warst du nach Cafeteria gegangen, und als ich dann in Cafeteria reingegangen bin, warst du weg und du bist mir nicht entgegengekommen. Es sei denn, du bist irgendwie ganz komisch an mir vorbeigelaufen in Cafeteria. Das will ich nicht ausschließen. Was für ein Log-Viech? Das, was ich gerade erklärt habe, es gibt ein Log, was quasi, wenn du in der Mitte von Mira HQ in diesem Gang über so Druckplatten läufst, dann wird das aufgezeichnet. Yep. Und wenn du Vents verwendest, tauchst du in diesem Log nicht auf. Daran erkennt man halt, dass jemand gewendet ist. Ah, so viel zum imposterfreundlichen Modus. Mhm. Wenn man weiß, wie man dieses Log liest, dann ist das ziemlich, ziemlich cool für Nutzenden. Nee, da war mir halt nur aufgefallen, dass das Conan... Dann ist es ja doch recht ungünstig, wenn man einfach komplett durch die Gegend wendet, ne? Genau. Da war mir halt nur aufgefallen, dass Conan plötzlich weg war. Aber das ist für mich auch noch nicht genug, um jetzt einen konkreten Verdacht aufzustellen, aber... Also es kann immer noch sein, dass ich irgendwie einfach konnte, genau in dem Moment, wo ich vom Lock weggegangen bin, schnell, genau in dem Moment über die Druckplatte gegangen ist oder sowas. Wollte ich nur mal gesagt haben. Kann das jetzt auch gerade ganz schlecht erklären, weil gerade zum ersten Mal höre mit den Druckplatten. Okay. Wo warst du denn, nachdem du in der Cafeteria warst? Eigentlich bin ich wieder hochgegangen. Aber dann müsste das ja in dem Lock sein, ne? Ja. Es sei denn, du bist halt genau in dem Moment weggegangen, wo ich vom Lock weggegangen bin. Aber ansonsten ist das halt relativ belastend, würde ich schon sagen. Aber wo wurde jetzt die Leiche gefunden? Wo war die Leiche? Achso, in Mad Bay, auf dem Scanner. Conan, wo warst du vor ungefähr einer Minute? Von der wo Minute ist eine sehr gute Frage. Ich war auf jeden Fall eine Zeit lang... Was ist denn hier los? Findet statt. Die Runde war vorbei. Ich habe einmal auf Skip abgestimmt, weil sonst keiner abgestimmt hat. Ja, ich wollte eigentlich auch. Ach so. Also ich würde mal Conan im Auge behalten, danke. Ja. Puh. Haben wir ein bisschen Zeit geschindet. Okay, das ist mit den Druckplatten natürlich interessant, aber jetzt bin ich wieder frei. Sonst kann ich wieder rum. Wo sind denn die? Das interessiert mich jetzt, das muss ich mir mal angucken. Sehe ich das hier ran oder wo? Admin? Nee, hier sehe ich nur diese Menschen. Der hat irgendwas erzählt von Dings. Von... Ja, wo sieht denn der denn diesen Log? Was haben wir denn noch? Vielleicht bei Communication. Nee, da kann ich ja sabotieren. Ah, ich habe gar nicht sabotiert bisher, ne? Lass mich mal... Ah, hier gibt's... Da ist der Türlog. Oh mein Gott. Und dann gibt's nämlich hier, Conan-Kun hat den Südostsensor passiert, Nordsensor passiert, und dann ist einfach vorbei. Ach du grüne Neune, das habe ich ja noch überhaupt nie gesehen. Wie geht denn das wieder weg? Hä? Ach, hier dieses X. Okay, interessant. Ich würde sagen, wir sabotieren mal O2. Dann kann ich was tun. Dann kann ich da mal hochgehen und so tun, als ob ich hier O2 repariere. Und mir auch mal angucken, wie man O2 repariert. Ob das das gleiche ist wie sonst auch. Hier 3362. Ach, hat der schon gemacht, ne? Okay, da war der schon. Dann war der da gerade schon. Kann ich noch so sabotieren? Ah, gerade gar nichts. Stabil. Dann tun wir mal Schacht putzen. Ne? Ich putz mal hier den Schacht. So. Schacht ist geputzt. Aber dann ist Wenden ja doch super gefährlich, wenn du in diesem Lock auftauchst. Ich will nicht mehr wenden. Was für Druckplatten, ey. Ich sehe die. Wow. Ich war der letzte mit Tasks. Ah, ihr hattet die Tasks fertig, wa? Okay. Ja. Ich hatte jetzt Angst zu wenden, nachdem ich das mit dem Lock gehört habe. Ja.
Also mir war eigentlich zu 100% klar, dass du gewendet bist, aber ich wollte es jetzt nicht zu hardcore machen. Also. Ja, ich konnte mich da auch absolut nicht mehr rausreden. Das war ja, ja. Ich bin ja nur gewendet, also es gab ja dann gar keinen Log mehr von mir. Also ich habe mir das mal angesehen, das sah schon ein bisschen komplizierter aus. Genau, ich stand halt, ich habe die Map halt schon ein paar Mal öfters gespielt, also ich stand halt an dem Log und meistens siehst du es halt, wenn einer in einen Bereich reingeht und du wartest halt 20, 30 Sekunden und der einfach nicht wieder rauskommt. Also, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass sie gewendet sind. Und deswegen war ich mal nachgucken gegangen und dann war Conan halt auch weg. Ich hatte auch leider keine Möglichkeit, wieder aus irgendeinem Vent rauszukommen, weil immer wenn ich bei einem Vent war, war da jemand anders gestanden. Genau. Also die Idee ist eigentlich, also wie du das quasi verhindern kannst, dass jemand dich auf diese Weise rausfindest. Du ventest irgendwo hin, tötest jemanden und ventest wieder an dieselbe Stelle zurück. Dass ich wieder, genau. Ja, okay, alles klar. Du musst wieder an die Stelle zurück, wo du hergekommen bist, damit das Log plausibel klingt. Ja. Ja, ergibt absolut Sinn. Das heißt, man ventet nur kurz, geht hin, haut wieder ab und hofft, dass man nicht gesehen wird. Genau, und dann hilft dir nachher irgendwann nämlich auch das Log nicht mehr. Also du kannst halt über das Log auch rausfinden, ungefähr, wo die Leute überall waren, aber... Ja. Okay, aber das ist interessant zu wissen. Genau. Das ist interessant zu wissen. Gut, ich würde eine Runde noch in den Part reinbauen. Wir sind bei einer halben Stunde. Wir müssen jetzt ja nicht mega lang machen, die Parts, wenn wir so wenig sind, machen wir vielleicht lieber ein paar mehr Parts. Aber Conan, hast du vorausgesagt? Du bist gerade nicht verständlich gewesen. Jetzt besser? Ja. Ich habe gesagt, ich habe es wieder vorausgesagt. Ach so. Ja, ich hab auch gesagt, ich möchte jetzt mal Imposter sein, dass wir mal alles im ersten Part gleich drin haben von der Map. Und ich war Imposter, allerdings kein guter. Ich erkläre mich als nächster Imposter bereit. Okay, sehr schön. Dann ich als Übernächster. Dann starten wir und gucken, wer es wird. Ja. So, ja, das lief gerade noch nicht so, aber das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es da so einen Loch gibt. Wenn ich jetzt wieder Imposter sein sollte irgendwann, weiß ich schon mal Bescheid. So, ach, der Quatsch hier wieder. Das kann ich starten und dann kann ich abhauen. Vielleicht sollten wir auch die Tasks erhöhen. Ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt so oft durch Tasks gewinnen, dass die Tasks zu wenig sind. Gerade für die recht kleine Map, ne? Muss man mal sagen dazu. Was ist denn jetzt kaputt? Ach, Licht. Aber wieso Licht? Licht müsste doch trotzdem hier aufgehen dann, ja eben. Kann doch dann hier trotzdem durchgehen. Der juckt mich das Licht doch nicht. So, was ist das? Ach ja, das ist das Ding. Was ist das? Ah, das ist dieser Quatsch. Den gibt's hier auch wieder. Muss ich mich jetzt aber richtig konzentrieren. Dann haben wir im Labor, was haben wir da? 3 PCs. Ja, okay, Reaktorschmelze kann ich ja gleich hingehen. Hier direkt hier. Coole Sache. Ah, da brauche ich jetzt den anderen da drüben. Da muss man jetzt bis hier hochkommen. Okay, das ist auch wieder interessant. Ja, Leute. Jetzt kommen sie. Sehr schön. Gut. Das waren lila und hellblau. So, was muss ich jetzt... Blatt hier? Fuß? Wo ist ein Fuß? Da ist gar kein Fuß. Kristall? Kristall ist das da. Ist das eine Spur? Nee. Wo ist denn hier ein Fußabdruck? Soll das ein Fußabdruck sein? Das ist doch eine Pflanze. Muss ich die alle... Ach so, ich muss alle zuordnen. Dann ist das Kristall und dann sind das Tiere. Oder was? Aha! Das ist ja eine wilde Konstellation hier. Gut. Dann haben wir hier oben alles gemacht jetzt, ne? Ja, okay, cool. Also wir haben definitiv zu wenig Tasks. Wir müssten da... Ach, das ist wieder da drüben. Da liegt einer. Wer liegt denn da? Oha, zwei sind tot. Azira ist auch tot.
Ich habe gerade Counter gemeldet, also ISO gemeldet. Und zwar da ganz im Eingangsbereich. Also wenn wir von, ja, praktisch zwischen Medbay und Launchpad da in dem Gang, wo man dieses O2-Dings oder was das war auch ausschalten kann, da stand er davor. Okay. So. Oder lag er? Also ich hab ISO schon ewig nicht gesehen. Ich habe Rasierer gesehen gehabt. Ich glaube, mit Rasierer hatten wir ihr Reaktor zusammen ausgemacht, Conan. Genau, du warst mit Rasierer oben und ich war mit Rasierer zusammen reingekommen. Genau, ich war mit Rasierer zusammen reingekommen und dann war Rasierer aber schon weg, wo ich mit dem Reaktor fertig war. Also ich musste diesen Simon Says machen. Ja, du bist, da war Rasierer, du bist noch da in die Mitte zu dem Task gegangen. Genau, da war Rasierer weg und ich hatte dich, Conan, hatte ich denn noch beim Labor unten bei den, bei diesem, wo man, ich glaube, da muss man diese Steine sortieren. Ja, da saß ich gerade ewig drüber. Genau, da hatte ich dich gesehen. Da saß ich gerade gefühlt ewig drüber. Ich habe gedacht, was ist das denn? Und da war ich runtergegangen und zuletzt war ich noch in Cafeteria und da war mir Reggie entgegengekommen. Okay. Ja. Also Reggie kam von Cafeteria entgegen. Ja, genau, also der kam vom Balkon. Ja, ich war auf dem Balkon, einfach weil ich nur mal gucken wollte, weil unten rechts da war so eine Maschine. Ich dachte, da war, keine Ahnung, sowas wie der Doorlock oder so. Sah interessant aus, war leider nichts. Da wollte ich hochgehen, ich habe da gerade mal eine Wiring-Task da beim Storage gemacht. Und natürlich ist das meine letzte Task. Und da wollte ich gerade zurücklaufen, da kam mir Xeon entgegen. Und dann kam halt der Report. Aber sonst ist mir letzte Zeit niemand entgegengekommen. Gut, wo warst du, Benny? Dich hatte ich am Ende nicht mehr gesehen. Ich bin am Ende noch in Admin, ist es, glaube ich, ja, Admin. Okay. Und ja. Was hast du in Admin gemacht? Auf die Admin-Dings geschaut. Admin-Table geschaut. Ach so, okay. Also bist du mit Task schon fertig, oder? Ja, ich bin schon fertig, komplett. Ah, okay. Mir fehlen noch ein paar. Ich muss jetzt nochmal vorlaufen zu dem Anfang, dieses Ding, was 90 Sekunden erstmal ablaufen muss bei Launchpad. Genau. Da muss ich jetzt noch vorlaufen, deswegen wollte ich da jetzt auch vorlaufen und da lag dann eben Counter. Genau, da muss ich auch noch hin und mir fehlen auch noch zwei andere Tasks. Beziehungsweise ich glaube jetzt nur einer. Ich hatte gerade in Cafeteria den Müllschlucker gemacht. Ab wann gewinnt jetzt der Imposter automatisch, wenn 1-1 übrig ist oder wie? Wenn 1-1 übrig ist, also der Imposter muss jetzt noch zwei killen. Okay, also verlieren wir im Prinzip jetzt nichts, wenn wir überspringen. Nee, aber es ist also... Also wir aber die Tasks fertig machen, das schaffen wir. Ja, ich habe auch gerade schon in der Aufnahme gesagt, ich glaube, wir sollten die Tasks ein bisschen hochstellen, weil wir gewinnen die meiste Zeit über Tasks im Moment. Ja, das ist eine gute Idee. Also normalerweise stimmt man, glaube ich, ab, wenn nur vier Leute übrig sind, aber ist okay. Es ist einigermaßen safe. Wir werden das nicht machen diesmal. Wir starten doch jetzt genau am Anfang und dann kann ich doch... Ach, ich starte hier. Oh. Ja gut, dann kann ich hier jetzt erstmal den Quatsch machen. Das geht ja fix. Dann machen wir schnell den Quatsch. Zack. So, Licht kann mich mal. Dachte ich, ich starte jetzt wieder bei der Startrampe, aber tue ich ja gar nicht. Ach, die Wire-Dinger muss ich ja über mehrere Wege machen. Nee. Hab ich wieder vergessen. Ja, jetzt geht es da drüben wieder auf. Dann ist da oben noch... Eins, zack, so. Das war jetzt der zweite Teil von Wire, ne? Und jetzt ist da noch hier an der Ecke was aufgegangen. Und dann ist nur noch die Startrampe, dann bin ich ja auch fertig. Ah, oder ist das, das ist wieder eine Kombination. Da geht jetzt noch ein neuer auf. Ja, da oben. Okay, verstehe. Ich verstehe. Benny gefällt mir nicht. Bin gleich tot. Bin da echt sehr unschlüssig. Becky, Benny, Seano. Aber das waren ja schon alle drei, ne? Waren ja schon alle drei. Ich meine... So, ich habe jetzt alles. Bin fertig. Alle drei sind da hoch. Wir sind ja nur noch vier. Also ist der Imposter auf jeden Fall mit da oben gewesen. Wow! So, ich wieder am Melden.
Ich war gerade unten, habe jetzt diesen letzten Task abgeschlossen bei Launchpad. Und als ich zurückgelaufen bin, lag er jetzt in Communications, müsste er gelegen haben. Ja, in Communications lag er. Okay. So, jetzt. Ja. Ich sag jetzt einfach. Du bist mir von unten entgegengekommen und Benny war schon oben, als ich runter bin. Ich sag jetzt einfach mal, ich war's nicht, weil ich genau in dem Moment das Licht gefixt habe. Zweite Sache, es ist nur noch ein Task übrig, glaube ich, und ich muss nämlich einmal die Wires noch fixen irgendwo. Ich behaupte, das kriege ich in 30 Sekunden hin, also würde ich jetzt einfach mal sagen, wir skippen. Ja, okay. Da würde ich jetzt mal gegenhalten. Benny sagt, er ist okay. Schon fertig. Ja, ich bin schon längst fertig. Ich bin jetzt auch gerade fertig geworden. Ja, und ich habe noch einen Task. Also skippen das wir. Das ist ja komisch, weil wir können Task. Ja nicht alle drei Tasks haben. Ja, einer von uns muss ja der Imposter sein. Conan, du kriegst uns nicht dazu zu voten. Ich vote jetzt skip, so, fertig. Ja. das macht dich jetzt schon so ein bisschen Task. Ja, ich gehe jetzt zu dem einen Task und den machen wir fertig und dann ist Ende. Ja. Okay. Ich glaube, also so wie Conan gerade redet, ist er wahrscheinlich der Imposter. Weil er ich bin nicht der Imposter, ich bin gerade sehr verwirrt, weil entweder Benny hat halt gesagt, er hat schon alles fertig und er ist der Imposter. Ja, ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Und Ich meine, mir ist es ja recht, wenn du noch den einen Task hast, weil dann gewinnen wir, ist mir recht. Ich sehe da oben die Taskbar. Aber du wolltest das jetzt... Ich sehe, da fehlt nur noch ein Task. Ich habe nur noch einen Task. Ich fand es also recht verdächtig, wie schnell du sozusagen hier raus wolltest aus der Nummer. Und wie gesagt, Benny war halt schon oben. Und ich meine, klar, er hätte runterwenden können, das ist immer möglich. Aber du bist von unten hochgekommen. Also ich habe das Licht gefixt. Ja, okay. Ja. Da hier niemand anders angibt, das Licht gefixt zu haben, bin ich glaube ich also da. Also ich sage jetzt einfach mal, ich meine, ich habe eh schon beide geskippt, von daher kann ich nichts machen. Ich vote jetzt mal für dich, weil... Einfach dein Verhalten hat dich. Nein, Moment mal. Du musst jetzt auch Skip voten, weil es könnte sein, dass Benny für mich gewotet hat. No. Also wenn, dann musst du jetzt auch Skip voten. Das bringt jetzt nichts, wenn du jetzt einen von uns votest, weil das geht nach hinten los. Ja. Oder du votest am besten dich selbst. Weil es kann ja sein, ja, das bringt auch nichts. Es kann ja sein, dass jetzt einer von uns für den jeweils anderen abgestimmt hat. Aber Benny war ja eigentlich beim Skip dabei. Ja, das muss ja nichts heißen. Also er kann jetzt auch einfach sagen, das könnte eine Imposter-Strategie sein. Das könnte ein Imposter-Trick sein, ja. Also bitte, ich bitte dich, vote auch Skip. Dann sind wir safe. Ja, sorry, komm, dann riskiere ich das. Okay. Alles klar, Conan. Also, sein Verhalten hat mich, also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde sein Verhalten gerade mega merkwürdig. Nee, will ich nicht. Hä, wie komme ich denn da hin? Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Benny. Einer muss noch ein Task zu Ende machen. Aber... Wer muss jetzt noch den Task zu Ende machen? Offenbar ja dann doch nicht. Ich bin verwirrt. Will er mich killen? Ja. Was? Ich habe versucht zu entkommen, aber ich bin an so einem Busch hängen geblieben. Ich musste literally noch zwei Wires zusammenbinden. Dann warst du es wirklich nicht. Aber raus wolltest, ich hätte dich niemals verdächtigt, wenn du. Ja, weil ich dachte, ich schaff das mit den Wires easy noch in 30 Sekunden. Scheiße, da habe ich mich voll verschätzt. Es ist ja krass, dass Benny hier schon dreimal war. Ja, also das war mein Fehler. Ich bin jetzt hoch ins Greenhouse, ich wollte da so fliehen. Ich habe schon gemerkt, dass er mir hinterher ist, aber ich bin an diesen scheiß Büschen hängen geblieben. Ich dachte, dann war es absolut mein Fehler. Ich dachte, ich schaffe die Wires noch, bevor er den Kill fällt. Aber ich war jetzt wirklich, es tut mir leid, dass ich dich jetzt verdächtigt habe, weil ich hatte dich nicht auf dem Schirm, als du dann aber so schnell da raus wolltest, dachte ich so, okay, Ich wusste, dass ich nur noch an einer Stelle Wires machen muss. Ich habe gesehen, okay, es fehlt offensichtlich nur ein Task. Alles klar, dann wollte ich jetzt skip und mach den schnell. Wahrscheinlich hätte es mir komisch vorkommen sollen, dass Benny schon so bald fertig sein soll mit den Tasks. Also ich war schon fertig zu dem Zeitpunkt, als ich gestorben bin. Okay. Ich habe ganz schön lange gebraucht, weil ich an diesem Schachtelding daran bin ich ganz schön gehangen. Ich war extrem langsam diese Runde. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich glaube, so langsam kenne ich jetzt dann auch alle.
Ich war nach dem ersten... tatsächlich hatte ich eben in einer Runde noch einen Task gesehen, den ich hier noch nie hatte. Sehr lustig. Welche? Ich musste... Nee, das ist der neue, das ist ein neuer Task. Das ist, es hieß doch die Lüftungsschächte selbst. Genau, das, ne? Da liegt dann Zeug drin, das musst du einfach rausklicken. Ja, okay, dann habe ich das zum ersten Mal gesehen, okay. Ich musste den Lüftungsschacht sauber machen. Aber dann ist das neue, ja, stimmt. Genau, das ist das neue. Okay. Nee, okay, dann kenne ich doch, weil ich dachte nämlich, ich kenne ja schon alle Tasks, aber okay, ja gut, dann erklärt das. Okay, dann würde ich kurz den Part an der Stelle beenden und wir starten dann einen neuen Part. Alles klar. Okay, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, es gefällt euch auch mit 6 Leuten. Und wie gesagt, im Moment ist es für den Imposter natürlich ein bisschen schwierig, aber er hat es gerade gut hinbekommen. Insofern, ja, gucken wir mal. Jetzt hat er auch genug Übung gehabt, oder? Ja, doch, durchaus. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao. Ciao.